Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kolosseum, wo wir, naja, wie soll man sagen, wo wir ganz einfach, beim Duellberg vs. 100 weitermachen wollen. Wenn sie fortsetzen, so gehen deine Continue-Daten verloren. Was? Warum? Sieg in Folge, übrige Continues, 54, ja, muss ich ja machen, wenn sie fortsetzen, ach, naja, ist ja auch egal. Wir werden das auf jeden Fall machen. Ja, das ist schön. So, und dann wollen wir einfach mal weitermachen auf der nächsten Ebene. Wir sind bei Stufe 50 stehen geblieben. So sieht es aus im Berg. Deswegen wird es jetzt zur nächsten Stufe gehen, nämlich zur 51. Zack. Ah, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Wir erhalten 417. Okay, 807. Nein, wir möchten zum nächsten Areal, deswegen machen wir auch weiter ganz schnell. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden und weiter soll es nun gehen. So, und Nummer 51. Du wirkst stark, aber ich bin auch stark. Na okay, das wollen wir ja mal sehen. Welche Pokémon du mir anbieten möchtest? Oh! Ein Latias, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das wird interessant. Also, wen nehmen wir denn da alles mit? Naja. Mewtwo, Meditalis, Entei und Libeldra. Mal gucken. Weiß. Wietze? Weiß? Miltank und Illumise. Illumise. Und so weiter. Okay. Wie machen wir das am dümmsten? Ich werde einen Eisstrahl machen auf Illumise. Nee, ich werde eine Psychokinese drauf machen. Ich mache einfach eine Psychokinese drauf. Das sollte ausreichen. Vielleicht nicht, aber man kann ja mal hoffen. Und einen Turmkick auf Miltank, bitte. So. Psychokinese, Flieg und Sieg. Okay, sogar mit Sieg. Geflogen ist er gut. Und dadurch kam ein Sieg zustande. Das ist doch immerhin schon mal etwas. So, und dann haben wir noch Enekoro als nächstes. Okay. Und ein Stampfer, der kann uns zurückschrecken lassen. Das ist natürlich nicht so pralle. Na, komm, schreckst du zurück oder nicht? Okay, du triffst aber auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast es aber überlebt. Wow. Erstaunlich. Du hast es sogar überlebt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Naja, wen wollen wir besiegen? Wir besiegen mal Miltank und gehen mit dem Turmkick auf Enekoro. Wir werden es so rum machen, genau. Wir machen es ganz einfach so rum. Und wie gesagt, ich will jetzt endlich hier ja, das hinkriegen, dass ich dieses Projekt beenden kann, weshalb ich jetzt, denke ich mal, die letzten fünf Teile aufnehmen werde. Also die letzten fünf Zonen oder Areale. Ah, sehr gut. Enekoro wurde besiegt. Ja, ich denke mal, Miltank hat eine gute physische Verteidigung. Und Yama Latias, ein, naja, ein Wander-Pokémon, könnte man so sagen. Ein Wander-Pokémon in der Hinsicht, dass es halt, ja, wie soll man sagen, das ist halt, ja, wenn es einmal erscheint, was? Wow, aber es ist ja stark zu Eis und ist eingefroren. Okay, das ist das überlebt, da hat es eine gute Spitzverteidigung. Aber gut, es ist Drache Psycho, deswegen und schön, wie es keine Regung hat, wenn es zu Eis erstarrt wurde. Fand ich aber in Pokémon Stadium besser. Du bist wirklich stärker als ich? Ja, bist du wirklich stärker als ich? Ja, hast doch gesehen. Aber es kann schon ein böses Pokémon sein. Ich weiß noch, da habe ich mal bei der Games Convention, die ja damals auch in Leipzig stattfand. Ja gut, dann hat es sich ja zu einer Gamescom gewandelt. Aber naja, was soll's, ne? Also hat sich, wie gesagt, gewandelt und dann ja, war es ja in Köln. Also auf jeden Fall habe ich da einen Kampf gesehen, da war es, glaube ich, Latias gegen ein Rayquaza. Und da hat das Latias einen Eisstrahl angewandt und Rayquaza mit einem Schlag besiegt. Wow, alles Feuer. Alles Feuer. Okay. Dann nehmen wir Mewtwo und Suicune und die anderen nehmen wir noch 88 Anel und ja, keine Ahnung, wem noch. Ach komm, hier. Ja, komm. Nehmen wir Raikou mit. Entei hatte ja da nicht viel Sinn. Und Biker Termi. Oder Bikerin Termi. Logok und Hundemon. Logok und Hundemon. Okay. Naja, das könnte für Mewtwo ein bisschen kritisch werden, wenn ein Knirscher kommt. Das war ja die erste Offenbarung in der zweiten Generation, als ich dachte, hä? Psychokinese hat keine Wirkung?
Das war schon ein bisschen merkwürdig. Ja gut, Logok bekommt eine Psychokinese ab und der Rest einen Surfer. Das wird sie zwar beide nicht besiegen, könnte ich mir vorstellen, aber wir können es ja mal uns angucken. Wir können einfach mal schauen. Hat ja auch eine Mega-Entwicklung, das Logok. Mega-Logok oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, da kommt nämlich der Biss gegen Mewtwo höchstwahrscheinlich. Ja, das war klar. Und da seht ihr mal, dass Mewtwo da ganz schön was abbekommt. Also Mewtwo ist, wie gesagt, ja, empfindlich dagegen. Also Unlicht und Geist mag es gar nicht. Und Quirtle sowie Hundemon haben es überlebt. Ja, was machen wir? Machen wir eine Genesung? Ach komm, wir trollen die. Wir machen da so zum Spaß eine Genesung. Wir dürfen ja wieder volle KP haben, so sieht das aus. So, Hundemon setzt Biss ein. Da bekommen wir wieder etwas weniger als die Hälfte. Was? Warum macht man das gegen Suicune? Warum? Also das verstehe ich gar nicht. Ich hätte es gegen Mewtwo angewandt, weil es einfach mehr Effektivität hat. Aber na gut. Soll mir recht sein. Soll mir ganz einfach recht sein. Tja, Hundemann, tschüss. Hundemann war es besiegt. Das ist aber auch ein böses Pokémon. Also das kann schon brutal sein. Und da haben wir noch ein Turnupto. Okay, ein einzelnes Turnupto bekommt eine Psychokinese ab und zur Not nochmal einen Surfer. Und dann wollen wir doch mal gucken. Also, Flieg und Sieg. Und hat es sogar überlebt. Okay, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Aber der Jauler, der senkt was? Ach nee, er erhöht den Angriff. Naja, gut. Dazu wird es eh nicht mehr kommen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so ein gutes physisches Moveset für ihn gibt. Weiß ich gar nicht. Ich habe damals sogar Turnupto bzw. Igelava angefangen. Aber na gut. Oh oh, ich habe verloren. Ja, du hast trotzdem eine Oberschenkellücke. Das ist halt, das merkt man gar nicht so bewusst, aber in den Spielen werden oftmals Frauen mit Oberschenkellücken dargestellt. Ist so, ja. Aber dabei ist nicht gesagt, dass nur dünne Frauen eine Oberschenkellücke, also eine Thigh Gap, so heißt das auf Englisch, bekommen können. Es kommt jetzt auf den Körper bei... Haha, pass auf, ich bin stark. Und ja, du hast recht. Das können nicht nur dünne Frauen haben. Also das kommt halt auch auf die Beckenbreite und so ein Spaß an. Ah, Psycho und Kampf ist hier gut. Deswegen Mewtwo und Meditalis, dann 88 Anne und Entei. Die Standardbesetzung. Und dann gucken wir mal, wie sich das ausgeht. Brillentyp Lopare. Mhm. Okay, Flunkiefer und Damhirplex. Damhirplex ist ein Normal-Pokémonsen, welches ich mit Psychokinese besser angreifen werde, da wir da wenigstens noch Step drauf haben. Und wie gesagt, 419 Spezangriff können da schon mal was rausreißen. Und da hast du meinen Angriff vermindest, ist bei Mewtwo egal. Allerdings der doppelte Bedroher ist halt schon ein bisschen nervig. Aber na gut, der sollte ja keinen Einfluss darauf haben. Das würde mich wundern. Wenn Flunkiefer es jetzt übersteht, dann ist der doppelte Bedroher dran schuld. Ich meine, wenn er das da um 4 Punkte runtersetzt oder sowas, dann ist das schon ziemlich böse. Oh, Maskeregen. Maskeregen. Ja, das kann man gut per Eisstrahl, glaube ich, besiegen oder auch per Donnerblitz. Na ja, komm, jetzt mach erstmal deinen Turmkick. Ja, das war klar. Und jetzt kommt ein bestimmter Knirscher, kann ich mir vorstellen. Oh nee, es möchte seinen Angriff steigern. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. So ein Citrubeere füllt ein paar KP auf. Ich meine, bei dreimal Bedroher, das ist, was will man da anderes erwarten? Also, Maskeregen kriegt einen Donnerblitz ab und der Turmkick soll weiterhin auf Flunkiefer gehen. Donnerblitz, Flieg und Sieg. Yay, sehr effektiv. Und das musste so sein. Also wie gesagt, wenn jemand eine sehr effektive Attacke von Mewtwo schon überlebt, na dann... Ja, na dann halt, ne? Ja, und jetzt... Man kann eigentlich den Angriff von Jasmin schon vergessen. Sagen wir es mal so, also ich meine... ja, viermal Bedroher, das ist halt, das ist das, was Sweeper so als Problem haben. Also die, die halt richtig schön physisch angreifen, die haben dann dieses Problem, dass, naja, wie soll man es sagen,
dass er jetzt irgendwelche Statusprobleme mit denen ganz schön zu schaffen machen. Aber okay, die Psychokinese hat ausgereicht. Na gut, wunderbar. Da will ich mich nicht beschweren. Aber irgendwie schon fast traurig, dass das Projekt fast zu Ende sein könnte. Ich denke, du wirst in Zukunft noch stärker werden. Ja, wenn ich mich zudem noch ein bisschen besser auskenne mit den ganzen Begriffen Sweeper und was es da gibt, Spinner und hast du nicht gesehen, da gibt es ja so viele verschiedene Begriffe über Tank bis, ach keine Ahnung, ich hab die Begriffe mir jetzt nicht alle gemerkt, aber es ist halt schon einiges. Und du willst mich also besiegen? Na, dass ich nicht lache. Das ist sogar weiblich. Alles klar, was haben wir denn hier? Kampf, Unlicht, Wasser, Elektro, Pflanze mit Gift gepaart. Ach, das machen wir schon irgendwie. Wird schon passen. Ja, wird schon irgendwie hinhauen. Jäger Alina. Hallo Jäger Alina. Glubella und Maschok. Glubella. Ach, jetzt ist natürlich die Frage, schafft es Jasmin? Das ist jetzt die Frage. Wer könnte die schwächere Defensive haben? Wer könnte sie haben? Ich werde mal lieber... wer hat die schwächere? Das ist eine ganz gute Frage. Ich probiere es ganz einfach. Psychokinese auf Glubella von Jasmin. Könnte natürlich in die Hose gehen, wenn die jetzt irgendwelche Statusveränderungen anwenden. Also wenn Glubella es überlebt, wovon ich ausgehen könnte, dann... Ein Slimog, der hat auch schon relativ viele KP. Ich meine, im 300er Bereich, das ist schon mal nicht schlecht. Und was, das war nicht effektiv? Achso, das war kein Gift. Ach, verdammt. Matschbombe. Naja gut, das kann man auch verkraften, sage ich mal. Dann wird Jasmin auf Slimog gehen, gleichwohl es Slimog überleben kann. Und da sie vergiftet wäre, ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja mittlerweile. So. Wir machen einen Eisstrahl auf Glubella und die Psychokinese, die geht gefälligst auf Slimog. Wie gesagt, gleichwohl es Slimog überleben wird, dessen bin ich mir sicher. Und Glubella durfte es nicht mehr überstehen, da ihr Spitzverteidigungswert gesenkt wurde. Und wir haben noch ein Pikachu. Naja, komm, Psychokinese, du kannst erstmal was tun. Sehr effektiv, aber die Hälfte hat es über... aber die Spitzverteidigung sinkt schon mal. Säurepanzer bewirkt das. Was passiert? Die Verteidigung stark steigt. Naja, das ist egal. So, Jasmin, du hast ja nur eine normale Vergiftung, deswegen kannst du dich... Nein, erstmal kümmern wir uns mit der Psychokinese des Mewtwo's und Pikachu und dann kommt die Psychokinese von Jasmin und die sollte das Slimer besiegen, da die Spitzverteidigung gesunken ist und er nun die Verteidigung erhöht hat. Und wir wissen ja, dass Verteidigung und Spitzverteidigung nicht ein und dasselbe ist. Denn die Spitzverteidigung ist für die Spezialangriffe gut. Also dadurch richten die Spitzangriffe weniger Schaden an. Und bei Verteidigung richten die physischen weniger an. Du hast mich tatsächlich besiegt. Und ich brauche eine Oberschenkellücke. Guck dir das an. Ich habe viel getan. Ist so, irgendwie, wenn man sich mal mit solchen Themen irgendwie durch Zufall beschäftigt, das ist... Manchmal kommt man ja von einem zum anderen Thema, weiß ich warum, du bist da irgendwie bei was weiß ich, guckst dir nur Klamotten an oder so und dann sieh dir an, wie stark die Pokémon sind, die ich trainiert habe. Okay, das war eine komische weibliche Stimme, aber egal, die war im Stimmbruch. Oh, ein Krebutax könnte vorkommen, aha. Alles andere, okay. Jasmin und Mewtwo, Rest ist Show. Zack, damit können wir anfangen. Chrono. Hätte man noch ein H hingeschrieben, dann wäre es... warte mal, jetzt haben wir ein Problem. Nee, haben wir nicht. Krakelo bekommt den Turmkick ab. Und Krebutax wird den Donnerblitz abbekommen. Vielleicht überlebt es das nicht, aber ich könnte mich daran entsinnen oder daran erinnern, dass die Spezverteilung gar nicht mal so schlecht war. Naja, gut. Wir gucken uns erstmal den Turm... Nein, erstmal den Donnerblitz an. Meine Mewtwo hat so einen hohen Spezangriff, da sollte es eigentlich ausreichen, okay? Dann war das vielleicht doch nicht so perfekt trainiert. Aber wie gesagt, wenn du Melotic als Tank richtig auslegst, das kann...
Ah, da kannst du richtig... Das kann richtig böse werden. Aber nee, Milotic ist ja eigentlich kein Tank, sondern... worunter zählt das denn? Ah, keine Ahnung, es hat ja so einen anderen Begriff. Naja, auf jeden Fall... Doch, ich glaube, unter Tank zählte es auch, aber es hat halt noch eine andere Bezeichnung. Ja, Schluckwech. Ja, wer wird das jetzt überleben? Willi war Unlicht. Deswegen machen wir die Psychokinese von Mewtwo auf Schluckwech. Und den Turmkick machen wir auf Willi. Oder war das Pflanze Gestein? Ich verwechsel das immer wieder. Ich mache aber trotzdem mal den Turmkick darauf und dann gucken wir doch mal, was passiert. Natürlich hätte der Eisstrahler auch erheblichen Schaden anrichten können, aber Turmkick, Flieg und Sieg, sehr effektiv und One-Hit. So soll es sein. Gut, dass dieses Vieh keine Robustheit hat. Gut, dass es das nicht hat. Okay. Was war denn das? Habe ich beim Training etwas falsch gemacht? Naja, vielleicht nicht. Ich hatte nur ein zu gutes Team, sagen wir es so rum. Nicht mal einen Schadenspunkt abbekommen. Das ist natürlich vernichtend. Das kann bei Sweeper natürlich in die Hose gehen, wenn das andere eher auskontern können. Ich werde jetzt mit dir kämpfen. Ja, das kannst du ja machen. So, wir sind bei Kampf Nummer 56. Elektro... Oh, Wasser, 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 Wasser. Wasser, Wasser und Wasser. Okay. Wir schicken Mewtwo und Raikou in den Kampf als erstes. Dann kommt Jasmin und 88 an. Obwohl es Drache Boden ist, aber der Drachentyp hebelt das wieder aus. Aber dafür hat es eine enorme Schwäche, nämlich eine Vierfachschwäche gegenüber Eis. Und da haben wir Azumarill und Tentoxa. Na gut, ich habe da folgende Idee. Ich habe da eine ganz einfache Idee. Mewtwo, du wirst deinen Donnerblitz machen. Raikou, du wirst einen Regentanz ansetzen. Also, Psychokinese auf Tentoxa, Regentanz auf Azumarill. Aber Psychokinese, flieg und sieg erstmal. Okay, er hat es nicht überlebt. Da war mein Spezangriff vielleicht zu hoch. Das kann sein. Und da haben wir ein weiteres Gift. Also Wassergift-Pokémon. Das wird ja interessant. Auf jeden Fall fängt das erstmal an zu regnen. Wir lassen es prasseln. Und er setzt einen Ein-Igel ein. Das kannst du gerne machen, da ich dich speziell angreife. Kannst du da nicht viel gegen ausrichten. Also, machen wir das wie folgt. Wir machen den Kampf um... Wir machen die Psychokinese auf Baldurfisch und den Donner, der garantiert trifft, auf Azumarill. Und dann haben wir Spaß. Weil beide Pokémon das eigentlich nicht überleben sollten. Ich habe noch nicht mit einem Calculator gearbeitet. Also gibt es da so einen Calculator, der es dann irgendwie ausrechnet, von wie viel bis wie viel Prozent es abzieht. Du hast ja, wie gesagt, immer noch so einen kleinen RNG-Faktor, dass es von bis abzieht. Deswegen kannst du ja denken, oh, du hast ungefähr die Hälfte abgezogen, deswegen müsste es beim nächsten Schlag besiegt sein, aber dann hat es vielleicht noch ein KP über. Das ist dann halt schon, ja, so eine Sache für sich, aber Octillery wird das nicht überleben. Ist auch so ein Pokémon, das keine Vor- und, was keine Vor- und Nachentwicklung hat, oder? Nee. Gibt ja kein Octillery oder was weiß ich. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Fuji. Fuji mit PH ist sehr interessant. Ich kenne nur Fuji-Film. Aber da hat man... Apropos, da komme ich... Seht ihr, da kommt man von einem Thema zum nächsten. Kennt ihr noch diese schönen alten Fotoapparate, wo man Filme eingelegt hat? Die man dann, hat zurückspringen. Du willst sehen, wie ich kämpfe? Du wirst dafür teuer bezahlen müssen. Dafür wirst du teuer bezahlen müssen. Oh, ein Unlicht. Geist-Pokémon, was dazu mal noch keine Schwäche hat. Das sind alles Unlicht, ne? Alles, was mit Unlicht drin hat, das ist böse. Aber darum werden wir uns schon kümmern. Schade bloß, dass wir noch keinen Fan-Typ hier haben. Artist Minia. Ja, auf jeden Fall diese alten Fotofilme. Die musste man ja erstmal so einspannen. Naja, das war eigentlich nicht schwierig, sag ich mal. Und dann wie gesagt, wenn der Film voll war, das hat der Fotoapparat gemerkt, dann hat er das zurückgespült. Oder man musste es selber per Hand zurückleiern.
So, und dann durfte aber der Film, wenn er da drin war, also da durftest du die Klappe nicht öffnen, damit das halt nicht mit Licht in Berührung kommt, denn wenn es mit Licht in Berührung gekommen wäre, wäre der Film, ja, oder zumindest die Bilder, die auf dieser, also da gerade vom Licht berührt sind, ja. Ja, für die Katz. Dann wären die wirklich für die Katz. Und das wäre natürlich nicht so schön. Und da haben wir das gefürchtete Null-Schwächen-Pokémon. Aber wir dürfen erstmal einen Biss abbekommen. Ja, ist sehr effektiv. Es zieht, wie gesagt, fast die Hälfte ab. Ja gut, ich gehe davon aus, dass Hundemann einen sehr guten physischen Angriff hat. Und davon gehe ich wirklich aus. Jasmin ist mir nur ein bisschen zu langsam. Aber da wäre so eine Attacke wie Konter oder Spiegelcap gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, dass man es auf verschiedene Art und Weise spielen kann. So, wir machen... Ja, was machen wir am dümmsten? Wir machen einen Donnerblitz. Und den Turmkick machen wir auf Absurd, aber ich glaube, dass... Oh. Hm, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Muggelhieb. Ja, Mewtwo wird zurückschrecken. Das ist halt immer das Problem bei diesen dämlichen Muggelhieben. Ja, und Muggelhieb ist halt so eine Prio-Attacke, also eine Prioritätsattacke. Ja, auf jeden Fall. Ja, da hat man die noch hingebracht zu so einem Fotolabor, sag ich mal. Ja, Fotolabor war es eigentlich. Ja, doch, sowas Ähnliches. Da ist sie zur Entwicklung gebracht und... Ja, dann kamen die halt irgendwann mal, ne? Also da hast du manchmal so eine Wache gewartet, ehe die fertig sind. Und da hast du ja... Du hast ja auch nicht gesehen, wie die Bilder erstmal sind. Also hier Displays. Hallo, Digitalkameras? Das gab's ja alles noch gar nicht. Ah, ich weiß noch, das fing ja in meiner Schulzeit schon an. Oh nein, na gut, ich erlasse dir mein Honorar. Also wie gesagt, es war ja dann... Du hast... Ja, wie soll man sagen? Also, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt! Verdammt, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Warte mal. Ja, du hast es ja nicht gesehen. Also in meiner Schulzeit, da kam ja so in der 9. Klasse ungefähr. Das war dann... Also so, ich sag mal 2001. Los, zeig es ihnen, ihr kleinen, starken Pokémon. Also, ich denke ja mal... Ja, 2001, 2002, da kam es ja mit den Digitalkameras und die hatten ja Auflösung von 640x480 oder 800x600. Da hatte ich ja... Ich weiß doch, im Jahr 2002 hatte ich mein Nokia 7650 bekommen. Und das hatte ja dann schon eine VGA-Kamera mit 640x480 Pixeln. Ach Gott, war das cool. Und es könnte stolze 4096 Farben auf dem Bildschirm darstellen. Ach, das war schon lustig. Das war schon echt lustig. Aber na gut. Habe ich den falschen Pokémon gerade am Start. Pandia, du wirst eine Kampfattacke abbekommen. Eine Wasserattacke habe ich nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Also. Ach komm, Psychokinese auf Mekago. Und einen Turmkick auf Pandia. Dann werden wir mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, zack. Ja, hat sogar gereicht. Ja, aber das war... Ach nee. Weil dann hast du so ein Foto gemacht und dann ist es nichts geworden. Da ärgert man sich und bli und bla und blub die blub. Ach, das war schon... Ich hatte ja meine erste Digitalkamera im Jahre 2004. Die hatten wir geholt, bevor ich ins Paralympische Jugendcamp geflogen bin. Oh! Oh, oh, jetzt haben wir einen Ninja-Turm. Warte mal, ich habe keine effektive Attacke darauf, ne? Oder das müssen wir mal ausprobieren. Nee, aber Eisstrahl war darauf nicht effektiv. Was war denn Ninja-Turm nochmal? Oder... Nee, warte mal. Wir probieren es einfach mal. Aber den Turmkick machen wir erstmal auf Farbigel. So, warte mal, habe ich da jetzt überhaupt eine effektive Attacke? Warte mal, da muss ich jetzt erstmal gucken. Warte mal. Käfer ist effektiv gegen, schwach gegenüber... Oh, Silberhauch. Nein, auch noch eine Käferattacke. Nein, das ist nicht gut. Das ist nämlich sehr effektiv und zieht mir beinahe über die Hälfte ab. Wir müssen mal gucken, welche Pokémon haben wir denn dabei? Entei. Entei, du bist eine Rettung. Also, wir tauschen dich mal ein. Deswegen verschiebt sich jetzt der Kampf auch ein bisschen. Ja, Spukball wird auch nicht effektiv sein. Das wirst du gleich sehen. Der Spukball wird auch nicht viel Schaden anrichten, aber... Flammenwurf wird dafür Schaden anrichten können. Als ich dem Pokémon das erste Mal begegnet bin, dachte ich so, what the fuck? Warte mal. Spukball war sehr effektiv darauf? War das Käfergeist? Oder war das nur Geist? Nee, warte mal. Da muss ich selber nochmal nachgucken. Warte mal, ich muss nochmal nachgucken. Ninja-Turm.
Ninja Tom, da gucke ich jetzt echt mal nach. Also, ja, ich fricke hier jetzt mal ein bisschen rum. So, gewonnen, verloren. Ja, wir möchten gerne fortsetzen. Ich weiß, der Part zieht sich wieder ein bisschen in die Länge. Da können wir jetzt aber nichts machen. Also, unterbrechen, nein. Ja, ich weiß, die letzten Parts, die sind ein bisschen lang, aber... Ja, auf geht's. Ich kämpfe wie ein Wilder. Ja, das kannst du gerne machen. So, Pokémon Colosseum, das kann ich wegmachen. Da kann ich einfach nach Ninja Tom suchen. Ja, ja, hier, blibla blub die blub, blibla blub die blub die, blibla blub die blub, blibla blub die blub. Nee, dann machen wir es so und so und dann wird das schon passen. Also, ich will das jetzt unbedingt wissen. Ninja Tom, hier haben wir es doch. So, und da gucke ich jetzt endlich mal nach, welcher Typ das richtig ist. Das ist Käfergeist. Käfergeist. Und anhand der Schwächen kann man ja schon sehen, also wie gesagt, das ist halt brutal. Da steht halt nur, dass Feuerflug, Gestein, Geist und Unlicht effektiv sind. Ne? Also es hat zwar schon 5 Schwächen, aber brutal ist es trotzdem. Das muss man mal dazu sagen. Also dieses Pokémon kann schon, naja, sehr böse Dinge verursachen. Das muss man mal sagen. Weil halt alle anderen Typen fies sind. Hier steht aber noch, wenn Magensäfte eingesetzt wurde oder der Gegner Überbrückung, Tobbrand oder Tierwald hat, wird nur normal oder Kampf das Pokémon nicht besiegen. Das ist ja interessant. Wenn das Gegner Gesicht oder Schnüffler einsetzt oder Raufaust hat, wird normal zu einfach und Kampf zu ein Halbfach. Ist ja interessant. Oh, jetzt haben wir einen Velsare, einen Boden-Pokémonsen. Ja, warte mal, wie machen wir das am dümmsten? Wir setzen einen Eisstrahl gegen ihn ein und einen Turmkick auf Velsar. Mal gucken. Ich denke aber, dass er eine hohe physische Verteidigung hat. Zumindest sieht er so aus. Aber Tropius wird erstmal besiegt. Ich meine, ein Eisstrahl, der vierfach effektiv ist. Ja, das ist schon irre. Das ist schon irre. Also Ninja Tom ist da ganz fies. Das ist halt ein Pokémon der ganz fiesen Sorte. Und jetzt kommt ein Lebensuder. Tja, Chance vertan. Ausdauerfärb bekommen. Wie lustig. Naja, gut, wie dem auch sei. Psychokinese. Und komm, Spukball einfach drauf. Die Psychokinese wird es eh richten. Und deswegen, zack, weg mit dir. Ich meine, Mewtwo ist halt schon ziemlich böse. Aber wie gesagt, Mewtwo ist kein unbesiegbares Pokémon. In der ersten Generation, da kann schon mal sein. Wow, du bist stark, zu stark für mich. Ja, in der ersten Generation war Mewtwo eigentlich so das Über-Pokémon. Du konntest es natürlich zum Beispiel mit einem Dragonier, also Dratini, Dragonier, Dragoran, aber mit einem Dragonier konntest du Mewtwo auskontern, wenn du, das erzähle ich gleich. Ach, du mich wohl besiegen kannst? Natürlich kann ich das. Frono, Elektropflanze, Käfer, aha. Müssen wir mal gucken. Ach, es wird schon irgendwie passen hier. Wird schon gut gehen. Wieder mit Mewtwo Meditalis, Raikou, Entei meine ich, und Libeldra. Und wir haben Duflo und Tentoxa als erstes. Duflo und Tentoxa. Ich denke mal, dass Duflo die Psychokinese von Jasmin auch nicht übersteht. Wir gucken es einfach mal an. Also auf jeden Fall, Dragonier war ja nur Drache. Dragoran ist Dracheflug, weshalb es eine Vierfachschwäche gegen Eis hatte. Und deswegen habe ich das... Also ich hatte mal mit meinem Mewtwo das Dragonier angegriffen. In Pokémon Stadium war das. So. In Pokémon Stadium, genau. Und dann hat das Wickel... Nee, Donnerwelle eingesetzt. So. Und dann Wickel. Und da hat es Wickel angewandt. Also ich war paralysiert und dann kam es mit Wickel. Naja, ich war paralysiert und Wickel. Und das Problem ist, Wickel war in der ersten Generation noch derbst overpowered. Oh. Oh. Es setzt einen Sonnentag ein. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Deinerseits. Das ist wirklich sehr unpraktisch. Aber was soll's. Naja, auf jeden Fall. Hat es mich dann echt über, was weiß ich, wie viele Runden hin besiegt? Das war irre. Es hat mich einfach so platt gemacht. Das ging mal gar nicht. Also, das war schon nicht mehr feierlich, kann ich euch sagen.
das war schon echt nicht feierlich. Das war überhaupt nicht schön. Dann haben wir noch einen Pinsir, einen Käfer-Pokémonsen. Dagegen haben wir nichts Effektives auf der Hand mit diesen beiden Pokémon. Aber na gut, das werden wir trotzdem schon irgendwie hindeichseln. Ja, ich weiß, wir sind schon bei über 30 Minuten, aber wie gesagt, ich will ein Areal hier schaffen. Ach komm, mach mal einen Eisstrahl, das sollte klappen. Und dann machen wir noch eine Psychokinese und dann sollte das auch hinhauen. Also Eisstrahl im Prinzip ist nicht sehr effektiv und hat es gerade so überlegt, überlebt. Es hat sich überlegt zu überleben, genau. Aber Pinsir, das war's für dich. Gibt ja auch deine Megaform in Generation 6. Ich denke mal, ab Generation 6. Naja, ich hoffe. Naja, man wird sehen. Ich bin beeindruckt, du hast wirklich Talent. Ja, ich bin gespannt, wie es mit den Mega-Entwicklungen dann auch noch weitergeht. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das Dragonier hatte dann meinen Mewtwo besiegt. Und an dieser Stelle werde ich diesen Part auch beenden. Und ich hoffe, euch hat dieser Part soweit gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part, beim nächsten Areal, sieht man sich.